Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend oder einfach Moin Moin. Ich bin in letzter Zeit zeitlich ein bisschen eingeschränkt, nenne ich es mal, weswegen ich einfach dachte, warum nicht die sinnlose Zeit, die ich vergeude auf dem Weg zur Arbeit, für einen Vlog zu nutzen. Vielleicht schimpfe ich das auch einfach als Broadcast yourself, aber diesmal ist es eigentlich ein wirklicher Vlog. Also werde ich das als Vlog-Gedöns wahrscheinlich listen, nur halt im Auto. Ich möchte, also momentan, wahrscheinlich ist es noch kein, dem einen oder anderen noch nicht aufgefallen, kommen ein bisschen weniger Videos von mir. Es kommt aktuell, letzten Sonntag ist auch das Level-Looten-Laberei ausgefallen. Ich fahr doch mal los hier. Weil ich spreche jetzt auch mal für Finchi und mich, weil Finchi und ich das einfach nur dann aufnehmen, wenn wir da auch wirklich Bock drauf haben. Und wir nehmen natürlich, wenn wir aufnehmen, nehmen wir gleich 4 Folgen am Stück auf. Das ist schön und gut, aber es kann dann trotzdem passieren, dass in den 4 Wochen, wo ich dann Material hätte, wir trotzdem keinen Bock haben, nochmal neu aufzunehmen, sondern lieber Diablo spielen oder jetzt Mario Kart oder sonst irgendwas. Deswegen gab es letzten Sonntag keine. Ich will noch nicht sagen, dass es nicht weitergeht. Ich muss mich da mit Finchi mal zusammensetzen, der arbeitet da schließlich auch. Ja, und dann habe ich, glaube ich, schon in 1 oder 2 Videos angemerkt, dass ich mir mal diesen eigenen virtuellen Upload-Plan ausgedacht hatte, der hauptsächlich entstanden ist durch WoW, nämlich weil ich vorhatte, immer sonntags WoW hochzuladen und natürlich dazwischen am liebsten mindestens 2 andere Formate haben wollte, hatte ich für mich selber das Ziel gesetzt, dass ich ja, dienstags ein Video hochlade, donnerstags ein Video und sonntags WoW. Das ist jetzt erstmal völlig hinfällig. Ich mache jetzt einfach dann, wenn ich Zeit und Bock habe, also Back to the Roots, das wird wieder Hobby. Ich mache dann ein Video, wenn die Zeit es erlaubt. Und das ist leider im Moment jetzt nicht so. Also gerade in dieser Schicht, die ich jetzt habe, wo ich um 12 Uhr das Haus verlasse und um 11 Uhr circa erst wieder zu Hause bin, da bleibt echt nicht viel Zeit, irgendwas Großartiges aufzunehmen. Was definitiv als nächstes kommt, ist das Video zum Steam Summer Sale, weil ich da, hätte auf Facebook schon gepostet und mal gefragt, ob es jemand interessiert, und tatsächlich ja. Es war ja Steam Summer Sale. Für die es nicht kennen, da sind halt für einen Zeitraum von, ich glaube, 2,5 bis 3 Wochen bei Steam diverse Spiele teilweise drastisch reduziert, teilweise auch nur lächerlich wenig, so Call of Duty und so. Wie dem auch sei, habe ich mal durchgezählt, ich habe dann 19 Spiele gekauft, was jetzt nicht gerade die riesen Blockbuster sind, aber darauf werde ich dann noch im nächsten Video, das nächste Video, das kommt, da werde ich darauf mal eingehen, was ich mir da so zugelegt habe, was das ist und warum ich mir das gekauft habe. Dann, liebe Frau Timmy, lieber Seppi, ihr beiden wisst ja, dass noch jeweils ein Video aussteht. Da bin ich dran, ich werde mich am Wochenende mal hinsetzen und das endlich mal in Angriff nehmen, ist also nicht in Vergessenheit geraten. Vielen Dank auf jeden Fall dafür, dass ihr mitgemacht habt. Mehr möchte ich hier an dieser Stelle nicht sagen, weil sonst weiß der Rest ja auch, was Sache ist. Irgendwas wollte ich auf jeden Fall noch erwähnt haben. Vielleicht schneide ich dieses Broadcast yourself, nein, das ist ja ein Vlog, den werde ich wahrscheinlich mal ein bisschen zurechtschnibbeln, damit ja nicht diese ätzenden langen Pausen sind. Ich nehme diesen Vlog jetzt auch mal mit dem alten S3 auf, deswegen nicht Full HD. Ich weiß auch nicht hundertprozentig, wie die Tonqualität beim S3 ist. Ich kann auf jeden Fall mal ein bisschen mich in den Fokus rücken. Oh, Blitzer. Ich hoffe, man hört die Musik im Hintergrund nicht so sehr. Zum einen, weil ich nicht weiß, wie die GEMA darauf reagiert. Zum anderen weiß ich nicht, wie die Zuschauerschaft darauf regeneriert, weil ich nämlich aktuell für diejenigen, die das was sagt, hier Endymion höre. Endymion oder Evil Activities, irgendwie sowas in der Richtung, also Hardcore halt. Und nicht Hardcore-Gitarren-Schrammeln, sondern den Hardcore, den ich halt höre. Wie dem auch sei, ich hatte noch irgendwas auf dem Herzen, außer den YouTube-Kram und die Zeit. Ist das kommende Video, oder? Steam Summer Sale. Ja, super, das ist wieder typisch für mich. Irgendwie so, ah ja, hier der... Ach ja, Mario Kart 8. Ich
habe das jetzt ja endlich und ich möchte ein Video aufnehmen dazu, logisch, aber ein besonderes Video, nämlich ein Multiplayer-Video. Und dafür suche ich 11 weitere Mitspieler. Also ich möchte am liebsten ein Online-Match komplett mit Zuschauern oder YouTubern, also halt also ein Community-Event daraus machen. Ich könnte das Ganze auch zeitversetzt streamen, also so richtig zeitversetzt, indem ich das Gameplay, das mein PC aufzeichnet, quasi abfilme und dabei live streame. Anders kann ich das nicht, weil das Programm, das ich habe, die alte PVR nicht unterstützt. Aber das sehe ich dann, ob ich das vielleicht so zeitversetzt mit streame, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, vielleicht mache ich nochmal ein separates Video oder ihr schreibt mir hier schon mal direkt in die Kommentare, was für einen Tag und was für einen Uhrzeit ich als angemessen ansehen würde, dass wir so viele Mitspieler wie möglich kriegen. Und damit ich weiß, bis wohin ich nochmal ein paar Autos freischalten muss und so, weil ich habe es ja gestern zum ersten Mal gespielt, also gestern am Dienstag. Ich weiß nicht genau, wann ich dieses Video hier hochlade. Dann hatte ich eigentlich vor dem Diablo-Podcast noch einen schönen Podcast mit einem alten bekannten Gast und einer Dame, die ich noch nicht im Podcast hatte, aufgenommen. Leider war von 2,5 Stunden Gespräch nachher nur noch 1,5 Stunden übrig, weil aus welchen Gründen auch immer komplett irgendwie eine Stunde fehlte. Und jetzt habe ich einen Trecker oder was? Naja. Jedenfalls, ja. Ich weiß nicht, ob ich den Podcast nochmal mit irgendjemandem nachhole, deswegen vielleicht, ja, die gleichen Gäste, weiß ich nicht. Auf jeden Fall will ich da eigentlich nicht das Thema jetzt erwähnen, weil ich nicht weiß, ob ich den Podcast nochmal nachträglich aufnehme. Finchi, ich benutze den Aschenbecher, nur damit du jetzt nicht wieder meckern musst, dass die Leute ihre Kippen aus dem Fenster werfen. Wie gesagt, also das Summer Sale Video kommt, dann habe ich ja irgendwie endlich Donkey Kong Country Tropical Freeze habe ich mir geholt. Da mache ich vielleicht nochmal ein Video zu. Überhaupt, ich muss jetzt erstmal, ich habe so fürchterlich viel gekauft, das kennt ihr ja schon von mir oder schon aus anderen Videos, ich bin so dieser, oh, haben, haben, haben. Wann ich das alles spielen soll, weiß ich gar nicht. Ich bin während des Summer Sales irgendwie auf 380 Spiele auf Steam hochgerückt, fast auf Level 20, weil ich da diese Anzeichen erstellt habe und so. Kladderadatsch. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt selber erstmal einen Spielekaufstopp. Dann werde ich einen Spielekaufstopp einlegen, weil innerhalb der letzten 3 Wochen 3 Spiele für die Wii U plus einen Wii U Pro Controller und 19 Spiele auf Steam plus das, was ich sowieso alles noch nicht gespielt habe oder was teilweise eingepackt, eingeschweißt im Regal liegt. Irgendwann muss ich den Kram ja auch mal spielen und das werde ich dann jetzt wohl in nächster Zeit mal tun. Neben den Dauerbrennern Diablo 3 und Megapolis. Weißt du, spielt irgendjemand von euch da draußen Megapolis? Ich wollte dazu auch mal nochmal ein Video machen. Das ist ja dieses, wie sie schimpft, Guilty Pleasure. Das ist, kann man auf Android und wahrscheinlich auch auf iOS spielen, aber ist eigentlich ein Facebook-Spiel, immer so ein SimCity für Arme. Da möchte ich nochmal ein Video zu machen, einfach weil das Bock, zwischendurch mal die Häuschen verschieben, da mal hier ein bisschen Geld ansammeln und so ein Scheiß. Also diese langen Gedankenpausen werde ich definitiv rausschneiden und das ein bisschen so auf den Punkt bringen und kürzen, damit nicht nachher wieder Frau Zimmi unter das Video schreibt, kommt da noch was und sie ihre Pause als verschwendet ansieht. Ich hau an dieser Stelle nochmal Werbung rein, wie auch immer, da blende ich das hier auch ein. Wenn ihr gerne mal Tests und Reviews lesen möchtet und über alte Spiele, über neue Spiele, über Indie, über Blockbuster, wie auch immer, powerup.de, ne, powerup.de, immer empfehlenswert, da werkelt die Frau Zimmi mit, da der Michael, den kennen wahrscheinlich auch viele von euch, der das Ganze ins Leben gerufen hat, der Rainer Schauder schreibt da inzwischen Retropjörn, werden wohl viele kennen, nicht können, und wer da noch für alles im Hintergrund umwerkelt. Ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, hau ich mal in die Videobeschreibung, dass ihr da nochmal einen Blick drauf werft, unterstützt die Jungs und Mädels mal, die haben das eindeutig verdient. So, dann kann ich ja mal so eine Art halben Rückblick machen. Ich habe Sonntag mit meiner Freundin endlich mal Skylander Giants angespielt. Da hatte ich mir ja mal für 10 Euro beim Markkauf das Booster Pack gekauft. Also sprich, nur dieses Zusatzpaket, wo man so eine Giant-Figur hat, das Spiel halt, zwei andere Figuren, das man dann nutzen kann mit dem Portal von Skylander Spyro's Adventure.
Und ja, wir haben da spontan 2,5 Stunden oder 3 Stunden, glaube ich, drin verbracht. Das macht noch ein bisschen mehr Spaß als der erste Teil, wie ich finde. Ich habe dann nachher den größten Teil eigentlich nur mit dem Giant dann durch die Gegend geschnackt und geprügelt. Hab dann irgendwie gesehen am selben Tag, ich glaube auch an dem Sonntag, hat Rüdiger dann noch das Giants auf dem Flohmarkt ergattert und hat sich gleich am nächsten Tag irgendwie beim Mediamarkt oder irgendwo Figuren zu gekauft und ist jetzt auch im Fieber. Ich bin noch dran, das Skylander Swap Force zu bekommen. Ja. Achso, und Thomas, was ich mir dazu sagen möchte, lieber Lord Avenger, zu sagen, ist viel zu bunt und zu kindlich, aber hier dauernd von dir die Trophäen von Minecraft auf Facebook zu lesen, ne? Das ist eine ganz schlechte Ausrede mit dem kindlichen Spiel. Du spielst gefälligst auch Skylanders. Und Finchy macht das Video zu Swap Force. Ich bin immer noch neidisch auf dein Paket. So, genug Drogen ausgesprochen. Ich glaube, dieser Vlog endet, bevor ich überhaupt mal auf die Autobahn gekommen bin. Also spätestens spätestens wenn ich abbiegen muss zur Tankstelle, wird dieser Vlog enden. Aber da ich ja auch immer so bis hierhin schon fast 8 Minuten brauche und der Vlog ja keine halbe Stunde im Monatsrückblick sein soll. Apropos Monatsrückblick, ich habe manchmal auch überlegt, ob ich einen Monatsrückblick mache, aber außer über die Arbeit aufregen und habe wieder Diablo gezockt und habe wieder mit Finchy im Teamspeak gesabbelt und apropos Finchy im Teamspeak, wo ist die Uschi eigentlich dauernd? Lieber Uschi, du bist jederzeit herzlich eingeladen, einfach mal im Teamspeak vorbeizugucken. Und ja, das wollte ich an dieser Stelle mal hier lauter persönliche Grüße und so weiter und so fort. Apropos Teamspeak, ich überlege, nochmal so ein Gästepasswort einzurichten, dass, ich meine, ich habe zwar unregelmäßige Arbeitszeiten und es ist schwer, mich anzutreffen, aber ich bin ja trotzdem letzter Zeit sehr regelmäßig im Teamspeak. Und Leute, die Diablo 3 spielen, können sowieso schon mal mich im Battle.net hinzufügen. Ihr findet meine ID auch zu PSN, zu Steam, also diese ganzen Krams und Wii U ID und sowas, wo ihr mich adden könnt, findet ihr unter jedem Video in der Videobeschreibung. Einfach Anfrage schicken, falls ich länger nicht online kommen sollte und die nicht beantworte, so wie bei Wii U oder PSN, weil die habe ich nicht täglich an, dann schreibt mir doch einfach mal bei Facebook oder bei YouTube eine Nachricht. Dann nehme ich das gleich an. Wo wir gleich beim Punkt wären, Facebook. Bei Facebook, ja, da kommt nur zwischendurch mal, da kommt viel Blödsinn, da kommen mal ja, diese obligatorischen Fotos von Neuanschaffungen oder wenn ich Retro-Krams gekriegt habe, die ich nicht immer im Video verwurste, wobei das vielleicht was für einen Monatsrückblick immer wäre. Also bei Facebook mache ich auch recht viel. Ist auch in der Videobeschreibung, könnt ihr mal gucken, wenn ihr auf Facebook unterwegs seid. Schaut doch mal in der Videobeschreibung, da ist der Link zu meiner Facebook-Page, wie es so schön heißt. Einfach mal draufklicken, ein Like geben, dann verpasst ihr da auch nichts mehr. Dann müsst ihr auch nicht immer, falls mal eine Abo-Box bei euch, weil ihr viel abonniert habt, ein Video von mir untergeht. Bei Facebook poste ich die immer. Da seht ihr so meine neuesten Anschaffungen, dann mal zwischendurch, was ich so treibe, also wenn es euch halt interessiert. Oder viele haben mich auch schon mit Privatprofil gefunden. Wenn ihr mich da nicht in- und auswendig stalken wollt, spricht auch nichts gegen, dass ihr mich da addet. Ich werde den Namen jetzt hier nicht groß und breit treten. Groß, breit und lang, breit, wie auch immer, ne? Wisst ihr. Jetzt nicht hier die Videobeschreibung hauen. Aber wer mich halt im Privatprofil findet, oder das Privatprofil von mir findet, ist herzlich eingeladen, ja, mich da hinzuzufügen. Aber geht auch auf meine Seite, ne? Und ich bin auch auf Instagram, wo ich zwischendurch was tue. Und bei, ja gut, Twitter braucht ihr mir jetzt nicht zwingend folgen. Es sei denn, ihr habt keinen der anderen Accounts, weil dort werden die Videos automatisch gepostet, wenn ich was hochlade quasi. Genauso wie man da auf die Facebook-Posts hingewiesen wird, das ist alles so irgendwie untereinander, miteinander verknüpft. Willst du mich gleich überholen oder was wird das da hier? Willst du mal nicht. Auf der Autobahn kommst du wahrscheinlich gleich eh wieder nicht hinterher. Blöde Oma. Ja, vielleicht schneide ich euch, wenn ich jetzt gleich auf der Autobahn nicht viel zu sagen habe, kann ich euch ja hinten in den Outtakes noch meine Ausraster zusammenschneiden. So, und jetzt, da wir ja wie sicherlich viele wissen, oh ja, LKW. Was wird denn das? Alter Schwede. Hier geht was ab. Autobahnfahren ist immer wieder ein Erlebnis. Alter Falter. Hier geht was ab, ey. Autobahnfahren ist echt immer wieder ein Highlight. Ich glaube, die vor mir, die jagen sich gerade. Und das nehme ich einfach mal als Abschluss, um dieses Video zu beenden.
Haut rein, bis zum nächsten Mal. To build and to build.